Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kawa Karriere Ball. Unser heutiger Gast ist Fatmir Ferati. Hier sehen wir den auch einmal. Das Coole ist, der hat uns einfach abgeholt und wir fahren einfach mit ihm zusammen, gemeinsam ins Studio. Und hier ist der Amo. Hi Amo. Hi Leute. Und ja, ein paar Fakten. Fatmir hat gespielt bei der Schalker Jugend und ist dann zu den Profis hochgekommen. Daraufhin ist er von Schalke nach Hannover 96 gewechselt und von dort aus ging es nach Fortuna Düsseldorf 2 und diversen anderen Vereinen. Doch jetzt sind wir langsam da. Ich sehe die Kaba-Kabine und Fatmir, herzlich willkommen zur Kaba-Karriere bei. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt und ich finde, das, was ihr hier macht, ist eine Riesennummer, auch für Leute, die es nicht geschafft haben, in Anführungsstrichen. Und ihr habt meinen größten Respekt dafür. Dann ab geht's in die Kabine. Kurz noch McDonald's, ihr kennt das. Und dann geht's los. Wir sehen uns gleich in der Kabine. Scheiße, Dreck, Assi. Assi, aber so sind wir aufgewachsen. So sind wir aufgewachsen. Ich kenne schon gar nichts anderes mehr. Echt? Nee. Aber du hast auch die schönen Seiten des Fußballs gespielt. Ich habe auch die schönen Seiten gesehen, aber diese Seiten gefallen mir am meisten. Das ist das, Mann. Ja. Deswegen rustikal und da oben sind wir dann. Von daher sollen wir hochgehen? Ja, sollen wir hoch? Einen Moment. Ich habe noch eine Kleinigkeit für euch. Das gehört sich ja so bei uns, Albaner und Kosovare. Und ein kleines Geschenk geht es natürlich nicht. Es war eine Kleinigkeit, aber ich hoffe, ihr freut euch. Könnt ihr, wenn ihr einen Abend mal zusammen eine Pizza bestellt oder so, auch mal einen kleinen Schluck Wein trinken. Ist für euch. Boah, gönnt euch. Wirklich, danke. Du bist der Thema. Allererste, der uns beschenkt. Sehr gerne. Dank, sehr, sehr gerne. Das ist das allererste Geschenk an Kawa Karriere. Ist kein Wanderpokal, ne? Das ist aber kein Wanderpokal, aber trotzdem halten wir den hoch. Auf geht's in die Kabine. Willkommen in der Kaba-Kabine. Wir sind in der Kaba-Kabine angekommen. Willkommen zu einer neuen Folge von Kaba Karriere Ball. Heute einen ganz besonderen Gast, Fatmir Ferati. Wir steigen direkt ein, von daher lasst uns loslegen. Also, ich stelle dir 11 Fragen oder ich schmeiß dir 11 Wörter vom Kopf und du kannst darauf antworten, wie du magst. Entweder Antwort zu lang, kurz, ist dir überlassen. Okay? Fangen wir mal an. Wenn du den Elfmeter verschießt, schmeiß ich dich im Herner Kanal. Ja, das war gegen Wimmelhausen. Das war, als wenn es gestern gewesen ist. Wir haben gehört, dass Holzwickede gewonnen hat und die waren uns im Nacken. Und 93. Minute, Elfmeter verschossen, den ersten. Wo hast du gespielt? Bei Westfalia Herne. Okay. 93. Minute, erste Elfer verschossen, stand 1-1. Ne? Ging es um Aufstieg oder irgendetwas? Nein, das war so 6-7 Tage vor Ende. Ende der Saison. Genau, und wie gesagt, Holzwickede war uns im Nacken. Und wir mussten unbedingt punkten, dreifach. Und 93. Minute, 11 war verschossen. Ich habe einen Kopf gehabt, weil ich 2 Stunden später oder 3 Stunden später Flug nach Thailand hatte. Okay. Und ich 11 war verschossen und ich schon im Kopf, ich fliege nicht. Richtig down. Also wie viel stand's? Ergebnis war? 1-1. 1-1, ihr kriegt 11 Meter in der 90. 93. Ich verschieß den ersten. So, ich im Kopf gehabt, in 3 Stunden geht mein Flug nach Thailand. Was soll ich machen? Ich fliege nicht. Im Platz schon. Für mich entschieden. Weil du den Elfmeter nicht... Weil ich den Elfmeter verschossen habe. Wir Einwurf, weil die pöllen den Ball ins Aus, anstatt den zu halten. Die pöllen den Ball ins Aus, langer Einwurf. Morre H, kann ich mich noch erinnern, spitzelt den Ball weg und dann bam, haut den einer weg, wieder Elfmeter. 94 Minuten. Ich natürlich keinen Rang gelassen, sofort Ball genommen, knapp wie von außen geschrien. Wenn du den verschießt, dann schmeiß ich dich raus, so war ich hier sitze und.
Ja, ich mir den Ball gepackt, weil ich musste. Ich war psychisch kaputt, weil ich den ersten verschossen habe, wie gesagt, im Urlaub fliegen wollte. Hingelegt, reingehauen, 2-1 gewonnen. Mirko Slomka. Mirko Slomka in der B-Jugendzeit, meiner Zeit damals auf Schalke, mein Befürworter, sage ich mal, hat mich regelmäßig auch oben ranschnuppern lassen. Hab Chancen gehabt, dort auch mit den Profis zu trainieren. Dann kam die A-Jugendzeit und er war damals, glaube ich, vereinslos. Ist dann aber im zweiten Jahr meines Jahres von Schalke A-Jugend nach Hannover zu den Profis gewechselt. Hab dann nach dem zweiten Jahr, beziehungsweise mitten des zweiten Jahres A-Jugend, jeden Tag von denen einen Anruf bekommen und von ihm gehört: Junge, komm bitte hier, komm nach Hannover, ich mach dich oder ich bring dich groß raus, ich geb dir die Chance. Und das war dann die Zeit Mirko Slomka, wo ich hingewechselt bin nach Hannover. Im Endeffekt dieses Jahr, wo ich nach Hannover dann gewechselt bin. Weiß nicht, wie die das geschafft haben. In diesem Jahr sind die Vierter geworden und ich habe keine Chance oben mal bekommen, halt im Bundesliga-Kader zu stehen. Dienstag oder Mittwoch, 8:45. Ja, das waren immer die Ansagen von Christian Knappmann. Wir hatten ja immer Dienstag, Mittwochs Training. Wann hatten wir bei denen kein Training, sag ich mal so? Samstag? Sonntag? Samstag 8 Uhr waren wir da. Sonntag nach dem Spiel? Sonntag auch 9 Uhr bis zum Spiel. Ja, auf jeden Fall immer Dienstag, Mittwochs nach Trainingsschluss, sagen 20 Uhr, sagt der Junge, du musst in 45 Minuten eigentlich die Champions League Hymne hören und eigentlich auf dem Spielfeld irgendwo stehen. Das waren immer seine Worte. Amor, du guckst du? Alles gut. Wolltest du auch Champions League spielen? Ich habe mir die Songs angehört, aber nie gespielt Champions League, wenn ich ehrlich bin. Doch, Blazy, oder? Ich habe nie Blazy gespielt, Bruder. Wenn nicht, wäre ich jetzt FIFA-Weltmeister in NRW oder so, unbekannt. Ja. GPS. Ja, das war genau, nee, das war ein Jahr später. Nicht UPS, sondern GPS. Ja, da kenne ich noch einen Spieler, der bei UPS arbeitet. GPS. Die Filme hatten wir alle in der Sendung, aber ist nicht schlimm. Ja, die sind alle mit dem Herzen dabei. Ne? GPS war Thailand im Winter. 19. Dezember war das. Das war der erste Lauf, den wir Knappmann schicken sollten. Ich habe den Knappmann Christian gesagt. Christian Knappmann war dein Trainer bei Westfalia. Westfalia, genau. Okay. Und er sagte mir, und ich habe ihm gesagt: Knapp, hör mal zu, ich bin an dem Tag im Flieger. Wie soll ich dir den Lauf schicken? Seine Antwort: Ist mir scheißegal, du schickst mir den Lauf, auch wenn du im Flugzeug laufen musst. Das habe ich gemacht, geguckt, wer die Läufe halt gemacht hat. Da bin ich offen und ehrlich, da habe ich nicht nachgedacht, weil ich, wie gesagt, im Flieger war. Hat dann einen Kollegen gefragt, damals den Torwart Typhoon. Warum den Torwart? Weil der bessere Kondition als ich hatte. Ja, auf jeden Fall hat er mir dann den Lauf geschickt und hat mir schon gesagt: Junge, mach das nicht, weil ich bin in Herne gelaufen mit mehreren. Also ist mir egal, ich will nur meine Ruhe. Hat er mir geschickt, ich Knappi geschickt, Flugmodus im Flieger, Thailand angekommen, Flugmodus ausgeschaltet, ich gucke auf Handy, 800 Nachrichten, ich schmeiß dich raus, warum lügst du mich an, das ist nicht dein Lauf, das ist identisch der Lauf von Typhoon. Ja, das war die Geschichte mit dem GPS. Ich stelle mal die Frage, die ist ein bisschen so besonders. Ich weiß nicht, wie ich die stellen soll, aber ich versuche mal, dass ich da dich im Punkt treffe. Ja. Du trainierst 6 Wochen und dann frage ich dich, wie heißt du? Macht's Klick? Nein. Okay. Du trainierst bei einer Mannschaft und der Trainer weiß immer noch nicht, wie du heißt. Ah. Ja, Felix Magath. Genau. Hab monatelang trainiert bei dem und da ging es dann dahin auch mal Bälle mitzunehmen und alles. Und ich bin einmal vorbeigelaufen und hat zu mir gesagt: Ey du, nimm die Bälle mit. Und also in der ersten Mannschaft von Schalke? Genau, in der ersten von Schalke. Hast du mittrainiert die ganze Zeit? Genau, der hat ja teilweise auch nicht das Training geleitet, der war ja nonstop am Handy. Aber es war dein Trainer? Es war mein Trainer, ja, aber so ist das im Profigeschäft. Heute wirst du gebraucht und bist der Star und morgen fragen die, hast du überhaupt hier gespielt? So einfach ist es. Der hat zu dir gesagt: Ey Junge, trag die Bälle. Nimm die Bälle mit. Mit Ey Junge. Ey Junge. Hast du nicht gesagt, ich bin... Nee, so große Eier hatte ich damals noch nicht. Okay.
bessere Quote als Bundesligaspieler. Als welcher Bundesligaspieler? Nein, als Bundesligaspieler. Ach, als Bundesligaspieler? Von der Torstatistik? Weiß ich nicht. Was meinst du denn, wo deine Stärken da sind? Ja, ich glaube eher dann Standards, ne? Ja, genau. Ja, ich habe schon in meiner Karriere einige Freistoßtore geschossen, das stimmt. Vielleicht nicht so viele wie, weiß nicht. Also Chamano. Man munkelt hier im Raum von ja. 10 Freistößen, machst du 9. Das habe ich damals in der Zeit im Wuppertal gesagt, als ich frisch unterschrieben habe. Da habe ich keinen einzigen Freistoßtor gemacht. Da haben die Fans mich ausgelacht. Und bei Herne war es so, da habe ich nichts gesagt. Da habe ich, glaube ich, in den 2,5 Jahren 40 Stück reingehauen. Locker. Ich habe wirklich recherchiert, ne? Du hast eine bessere Freistoßquote als Bundesligaspieler. Das kann gut möglich sein, ja. Also das liegt mir schon richtig. Gab es eine bestimmte Seite oder ein bisschen Nein. Ritual? Egal Nein. Wo. Ritual war immer der Pin vom Ball, wo du die Luft reindrückst. Den habe ich so hingelegt, dass ich den Pin mit dem, also direkt treffe. Also dass er so liegt, dass ich den direkt mit dem Fuß treffe. Also fand ich, hat mir geholfen. Sobald ich den anders gelegt habe, sind die nicht mehr so gut gekommen. Vielleicht war es auch nur ein Ritual, weil man das irgendwie seinen Ablauf hat. Aber irgendwie kam mir das besser so vor. Wahrscheinlich, weil du einen Punkt hattest, wo du dich konzentrieren konntest. Genau, genau. Freistöße 18 Meter, 20 Meter, 30 Meter. Mehr als die 30 Meter gehst du nicht, oder? Boah, ich kenne ein Spiel, ich weiß nicht gegen wen das war, in der Westfalenliga. Ich glaube gegen Erkenschwick. Genau, da hast du... 35 Meter oder? Stimmt, 35 Meter, da hast du sogar noch 2 Tore gemacht. Genau. Kann man dich mal loben. Und? Schön. Da hast du, glaube ich, zum ersten Mal gegrätscht. Kann sein, da ging es um doppelte Siegprämie. Gutes Spiel habt ihr da gemacht, ehrlich. Das war echt geil. Ja. Wenn ich da erzähle, wo ich die ganze Nacht war, aber andere Geschichte. Okay, dazu kommen wir noch. Ihr hattet mal so ein Ritual, kann das sein? Wo in Herne? Ja. Mit Knoppmann? Ich habe zwar jetzt die Frage nicht drauf, aber mal was anderes. Ihr hattet mal ein Ritual ja. In Herne, damals, wo du da hingewechselt bist, bist du mit mehreren Spielern da hingewechselt, ne? Eigentlich bin ich mit meinem besten Kumpel, mit dem Fatlum, da hingewechselt genau. Vom Wattenscheid. Und da war ja Westfalia auf dem letzten Platz genau, abgeschlagen, genau. Mit 10 oder 8 ja. Punkten hin und her. Okay, dieses Ritual meinst du? Genau, dieses Ritual. Jedes Wochenende im Prater gewesen, dieses Ritual. Ja. Das war das, ja. Da war der Chris Luvezu ja. Und Fatlum Zaskoku, mein bester Kumpel. Wir waren jeden Freitag im Prater. Du weißt, wie wir im Prater waren. Freitag. Hörst du gerade den Namen? Alles gut. Da war aber auch die Zeit, da konnten wir die ganze Nacht durchmachen und haben am nächsten Tag gespielt, als wäre nichts gewesen. Jetzt mache ich das, da brauche ich 3 Tage irgendwie ein Gegenmittel für Alk. Nächstes Wort ist Hotel Kaya. So viel habt ihr recherchiert? Oder? Ja, Hotel Kaya. Das ist harte Arbeit. Das ja, war eine geile Zeit mit meinem besten Kumpel Fatlum. Wir sind auch fast jedes Jahr in die Türkei geflogen. Und ja, was soll ich sagen? Geiler Urlaub. Foulspiel? In der Disco. Foulspiel in der Disco? Ah, ja, doch. In Herne auch? Ich glaube, das war Maurice Hahn, der einen da umgewichst hat in der Disco. Das weiß ich nicht. Du bist hier der Mann, der das erzählt hat. Ja, das, erstens ist das Jahre her und zweitens hatten wir da schon auch ordentlich getrunken. Aber ich glaube, das war Maurice Hahn, wenn ich mich nicht irre. Was ist da passiert? Ja, der ist einfach angelaufen, der war ja sowieso ein Psycho, der Morre. Ja. Und ist angelaufen und hat dann einfach irgendeinen in der Disco da weggegrischt. Ohne Grund. Also ich kenne hier einen Raum, der grischt auch hier im Studio bei uns. Ja? Ja, ja. Da muss ich gleich aufpassen. Letztes Wort. Foul. Nicht das Foul, sondern... Der Mensch faul. Ach so, das Wort. Ich dachte faul, du meinst, ich soll jetzt hier einen umwichsen. Nein, faul, ja, bis zur A-Jugend war ich gar nicht so faul. Ich habe einfach so eine Spielweise wie Özil. Viele sagen ja auch, Özil ist ja auch faul. Das kommt aber auch nur so rüber, weil der macht schon seine Wege. Also im Endeffekt
ich bin ja noch ein klassischer Zehner und die sind für mich auch komplett ausgestorben. Deswegen ist der Fußball für mich oder wird langsam so sein, dass er ausstirbt wie der klassische Fußball damals, wo der Zehner das ganze Spiel gemacht hat, wo der die Sechser im Rücken hatte. Und so ein Spieler war ich halt. Klar habe ich mich auch manchmal geweigert, die Wege nach hinten zu machen. Aber das, was ich jetzt vorne gemacht habe, hätte ich ja auch zu den anderen sagen können, warum macht ihr das nicht für mich vorne? Weil im Endeffekt, klar, Fußball ist ein Mannschaftssport. Aber sobald ich halt meine Leistung vorne bringe, kann ich ja auch erwarten, dass vielleicht ein Sechser für mich mehr läuft. Ich danke dir fürs Kick-off. Sehr gerne. Das sind genau die Leute, die ich gehasst habe, Alter. Bruder, sag mal ehrlich, Alter. Ah, Bruder, ich wusste, dass du das sagst.